Wir sind gelandet. Von ganz Europa, der beste Stoff, jetzt im Ludenz. Kommt vorbei. Und ganz guter Stoff gibt's jetzt in einer neuen Sendung aus der Gondel. Und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Es ist wieder einmal Zeit zum Dankesäger. Erstens natürlich euch, dass ihr immer so zahlreich zuschauen bei der Sendung Ostergondel. Und Dankesäger darf ich auch unter anderem diesen jungen Mann. Schön, dass du da bist, Jürgen Zudrell. Danke vielmals. Du bist wieder mit deinem Team mit dabei und wir dürfen ein Jahr auf deine Unterstützung zählen, auf eure Unterstützung zählen von der Kirchbergbahner. Das Witzige ist ja, die Muttersbergseilbahn und die Kirchbergbahn sind ja die kleinsten zwei Seilbahnen im Skipool, oder? Im Pool Monta von Brandnatal. Ja, genau. Und die stemmen gut seit 11 Jahren die Grundbasis, damit wir die Sendung finanzieren dürfen. Nimm bitte mein herzliches Danke auch von meinem Team. Es ist ja ganz eine tolle Unterstützung und wichtig, dass wir Menschen aus allerlei Bereichen vorstellen dürfen. Und das tun wir jetzt so mit dir wieder einmal, dass man dich wieder einmal sieht. Vielen Dank also, Jürgen, ganz herzlich. Das ist eine ganz eine tolle Geste. Ihr habt umgebaut. Ganz, ganz viel umgebaut. Am Krischbrick, wie es so im Dialekt heißt. Im Silbertaler Dialekt ist das. Oder Mutter von Krischbrick. Krischbrick. Okay, ich wiederhole es jetzt nicht. Du hast es richtig gesehen. Was haben wir denn gemacht beim Panorama-Gasthof Krischberg? Ja, wir haben jetzt etwas gemacht, was eher untypisch ist, oder? Nämlich wir haben verkleinert, also vom Zimmerangebot. Wir haben vor 5 Jahren noch 15 Zimmer im Gasthof selber gehabt und extern noch ein paar Sachen, was wir mitvermieten. Und haben aber noch Nachfrage bei der Gäste, eben der Fahrer, dass sie gesehen haben, sie hätten den Verkehr ein bisschen besseren Standard und vor allem ein bisschen mehr Platz in den Zimmer. Und dann haben wir gesagt, okay, dann tun wir Zimmer, der, wo sie es angebaut da geht, haben zusammenlegen, oder? So wie so kleine Suiten. Und nutzen das jetzt wirklich als Suiten, oder? Und das kommt eigentlich sehr gut an, oder? Bei denen, wenn sie will, zum Beispiel, wenn ich vielleicht ein bisschen lüter schlaft, um zu sagen, schnarchen, oder? Dass man da ein bisschen Ruhe hat. Okay. Aber vor allem für Familien mit Kindern ist es so extrem frei, oder? Weil dann bist du eigentlich in dir selber, ist es wie ein abgeschlossener Raum. Und trotzdem hat jeder noch eine Tür, wo man zusammen kann. Und dann können sie wohl Kinder einmal ihre Ruhe haben oder eben die Eltern einmal Ruhe, vor allem mit dem Arbeit, oder? Dass das so funktioniert. Und was wir auch noch gemacht haben, ist eben ein kleines Wellnessangebot, aber wirklich sehr überschaubar im Bereich von Sauna. Das haben gestern auch gesehen, und gesehen, wenn wir was verbessern wollen, wird das der zweite Punkt, dass wir eben nicht nur die Infrarotsauna haben, sondern auch eine finnische Sauna. Bio-Sauna, die kann man kombinieren und ein kleines Dampfbad. Aber alles wieder, wie es im Kirchberg üblich ist, klein und fein. Und was eben für die Entspannung und für den Genuss eigentlich passt. Der Genießerberg im Montafon haben ja die Headline, gell? Ja, genau. Sehr schön. Du hast Familie angesprochen als Gäste. Und jetzt ist auch die Besonderheit, oder auch eine Besonderheit bei euch, ihr seid ja auch ein Familienbetrieb. Also eine Familie, die Familie Zudrell, für die Gästefamilien. Wie tut es denn in der Familie eigentlich, wenn man so unter Strom steht in der Saison? Du, klappt eigentlich Gott sei Dank sehr gut. Wir sind alle sehr gut eingespielt, oder? Weil das ist ja die Jüngste, sind nämlich zwei Töchter, was mit dabei sind. Und die sind aber auch mittlerweile schon 7 und 8 Jahre dabei. Oder fast 10 ist ja zu viel. Also von dem her klappt es gut, wir sind sehr gut aufeinander eingespielt. Und wir haben jetzt ca. 20% bis 25% oder 30% ist Familie, sind Familienangehörige. Und der Rest haben wir Gott sei Dank auch das meiste sehr langjährige Mitarbeiter. Und das ist natürlich für uns ein absoluter Segen, gerade in der heutigen Zeit, wo überall immer Glück gesucht wird, oder? Und was heute eben anders ist, als wir früher, weil im Tourismus haben wir immer das Thema gehabt, oder weil wir halt leider nicht immer den Ruf gehabt haben von früher, wobei ich glaube, dass mittlerweile die Häuser was gut auf ihre Mitarbeiter schauen und das ist das wichtigste Kapital. Wenn nur wenig noch Mitarbeiter haben, kann ich überhaupt eine gute Dienstleistung bringen. Oder? Dass der immer schon ein bisschen Thema war, dass man ein bisschen Kampf gehabt hat, aber mittlerweile sind sie in aller Branche ist das Thema, oder? Dass du gute Leute findest oder? Und die auch rekrutieren kannst, dass sie die wieder mitschaffen. Das heißt, ihr habt Personal benannt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr sucht nicht gerne jemanden in dem Fall? Nein, jetzt eher auf den Sommer sind wir wieder am Schauen, oder? Weil es sind immer so ein, zwei, die dann zum Teil aus privaten Gründen oder aus beruflicher Weiterentwicklung was anderes machen wollen. Da schreiben wir schon wieder aus, aber es ist Gott sei Dank ein ganz kleiner Prozentsatz, wo wir eigentlich immer wieder neu besetzen müssen. Und die meisten blieben Gott sei Dank, oder? Wir führen jetzt den Mitte März wieder die Gespräche mit allen, oder? Wer dem da bleibt und den planen wir den Rest noch dazu. Er
Erlebe einen kulinarischen Abend im frühzeitlichen Montafon und tauche ein in die Welt der Montafoner Sagen mit Hertha Glück. Termine, die Anmeldung und Infos gibt es auf montafon.at/vollmond-sagenwanderung. Treffpunkt bei der Montafoner Christbergbahn im Silbertal. Aber ich bin froh, vor allem wir haben etwas, was wirklich in vielen Betrieben leider nicht mehr selbstverständlich ist. Wir haben zum Beispiel im Service lauter Einheimische. Und das hat schon großer Vorteil, wenn du im Dialekt bestellen kannst, Schweizer und Schweizerdeutsch. Und die andere gehst natürlich im Hochdeutsch oder auch was Englisch und man versteht es und das klappt dann auch alles. Oder? Und das ist schon ein Segen. Was glaubst du, macht es aus, dass ihr jetzt so ein familiäres Serviceteam habt oder alles, ein gesamtes Team habt? Was macht das aus? Ich glaube, das ist eben, was man selber vorlebt. Weißt? Durch das, dass wir eben ein großer Anteil Familie sind und wir wirklich alle mit Herzblut dabei sind, oder? Das überträgt sich natürlich auf die Umfeld auch, oder? Und speziell im Service sind wir für uns relativ viel mit tätig oder wo mitschaffen. In der Küche auch ein Teil. Oder? Und durch das habe ich auch das Gefühl, dass speziell der Servicebereich sehr, sehr gut blöd ist. Oder? Und die fühlen sich alle wirklich sauwohl bei uns. Oder? Und da sind wir auch sehr dankbar, dass das so ist. Das ist schön, ja. Das spricht für euch. Machen wir einen Schwick zu der Bahn, Naomi. Da bist du ja auch Chef, darf man so sagen, Geschäftsführer, gell? Ja. Wie haben wir es denn mit der Saisonkette, jetzt sagen wir so im Groben? Wir haben zwar jetzt erst März, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Wie ist es denn gegangen mit dem Schnee? Also Hürre ist schon sehr herausfordernd, ja. Weil wir haben jetzt zwei Themen gehabt, oder, wo Zimmer kommt, was wir bei Bieden noch keine Erfahrung gehabt haben. Das ist immer natürlich das mit der Schneelage, oder? Weil wir haben bis Mitte Jänner Gärkenschnee gehabt, Grasgrün im Kirchberg. Wahnsinnig. Und wir haben immer gedacht, da würden Leute halt nicht laufen gehen, aber scheinbar sind sie näher runtergelaufen. Und jetzt seit Ende Jänner haben wir ja gut Schnee, oder? Wobei jetzt sind wir auch wieder ein bisschen zehren, weil es halt nicht viel Schnee jetzt bisher gemacht hat. Aber wir vertrauen noch auf den März und auf April, dass da vielleicht noch einmal ein Schnee kommt. Oder? Weil ich glaube noch nicht, dass der Winter jetzt in der 3., 4. Februarwoche schon vorbei ist, oder? Sondern dass das eigentlich hier noch passt. Oder? Von dem her war es herausfordernd. Und das Zweite ist natürlich das, wo wir das Dynamic Pricing eingeführt haben. Da sind wir auch alle noch am Lernen. Oder? Und da wissen wir auch noch nicht, ist das jetzt so mit dem Grund, warum die Leute vielleicht ein bisschen verhaltener sind. Aber ich denke, es ist noch das Ganze, was im Augenblick läuft, weißt, die ganzen Mehrbelastungen, was die Leute sowieso haben, auf das Mikrofon ist von Lebensmitteln oder Energie und so weiter. Was natürlich nicht nur jeden persönlich betrifft, sondern natürlich auch die ganzen Unternehmen. Und das spielt sich auch noch mit. Oder? Aber wir dürfen das nicht beklagen, es läuft Gott sei Dank trotzdem gut. Oder? Platz nach oben ist immer, oder? Vor allem bei der Bar sowieso, oder? Ja, ob ich halt den fünfmal mehr fahre oder weniger, die steht gleich, oder? Aber wir sind trotzdem zufrieden, oder? Und versuchen nicht so, darum haben wir auch die ganze Investition im Gasthaus gehabt. Wir investieren jetzt zum Beispiel bei der Kirchbergbahn, nachher auf Photovoltaikanlage bei der Werkstation, weil wir eben auch das Vertrauen haben, dass sich die ganze Situation auch wieder einspielen wird und beruhigen wird, oder? Und dass unsere Kirchberg-Freunde, die uns immer schon besucht haben, auch treu bleiben, oder? Und auch die Zeit mit überbrücken, was wir eigentlich alle mögen. Weil du jetzt gesehen hast, gerade kommt mir das Stichwort Mission Zero kommt mir in den Sinn. Da sind ihr im Silbertal ja fortgeschritten. Ländle.tv hat zahlreich darüber berichtet auch. Von Anfang an eigentlich, über mehrere Jahre. Wie ist es jetzt eigentlich so? Weil ihr seht, du hast ja auf dem Panoramagasthof Grischberg und rundum sind Solarpanels drauf auf dem Dach, Bahnen, hast du jetzt erwähnt. Wie hat sich das Mission Zero so entwickelt im Silbertal? Also sehr, sehr positiv. Oder? Das Projekt haben wir vor ein paar Jahren gestartet. Und jetzt haben wir zum Beispiel ganz ein großes Projekt noch, da soll ein zentrales Fernwärmenetz in Stroh im Silbertal runter, im Dorf. Und eigentlich doch die ganzen Großabnehmer sollten eigentlich mitmachen. Und durch das kommen wir eigentlich dem Ziel, darum heißt es Mission Zero, es geht ja darum, den CO2-Ausstoß und frei von Erdöl, sind wir wirklich einen ganz großen Schritt näher gekommen. Und es hat natürlich auch das gebraucht, weil nicht nur wir investiert haben, sondern wirklich eigentlich alle Betriebe im Silbertal haben viel in die Nachhaltigkeit investiert. Und speziell am sichtbarsten ist natürlich mit Photovoltaik und Solaranlagen. Oder? Weil da sagst du es natürlich sichtbar, sonst kriegst du nicht immer mit, ob der jetzt einen Holzhofer Diener hat oder Erdwärme nutzt oder irgendetwas anderes. Oder? Aber das läuft auch sehr gut und da sind wir auch froh, dass wir unseren Beitrag leisten können. Wie gesagt, die Sendung wird im März abgestrahlt. Vielleicht noch ein kurzer Ausblick in den Krischberg-Sommer. Was gibt es zum Schauen, Losner? Ja, also wir starten mit dem 12. Mai. In die Sommersaison mit der Kirchbergbahn oder beim Gasthaus sind wir schon ein bisschen früher dran, weil die Wanderführer wieder bei uns bei der Ausbildung sind. Und wir sind immer fest dran, um es alles zu optimieren. Oder? Jetzt ganz was Neues haben wir hier nicht, aber wir würden das bestehende
Programm, was wir haben, also der Sagenwanderweg, die Vollmondsagenwanderungen, der Silberpfad mit der Silberschatzsuche. Die Familie, gell? Genau, die ist natürlich optimierer und vor allem schauen, dass man eigentlich das Ganze anders organisieren kann und das alles picobello ist, oder? Weil das ist immer wichtig, dass das Thema Nachhaltigkeit und Regionalität auch gelebt ist. Ein tolles Büchle habe ich da, das passt zu deinem, zu eurem Weg. Das ist mein Weg, das sind Langwanderwege drinnen, vom Vorarlberg Tourismus zusammengestellt. Wunderschön auch die Historie dazu, ist auch was vom Krischberg drinnen, natürlich. Mhm. Aber das kennst du natürlich, ich darf das trotzdem als kleines Dankeschön überreichen. Danke. Schönen Grüßen vom Vorarlberg Tourismus. Nochmal herzlichen Dank für deine, eure große Unterstützung von Bergbahner her, dass wir die Sendung finanzieren können. Ich danke fürs Zuschauen, vielleicht bis nächste Woche wieder. Tschüss miteinander.